Liebe Kinder, wir drehen jetzt das Abenteuer um die Ecke. Ich bin die Eleonora. Und ich bin die Alena. Und diesmal geht es um das Auerwild. Und jetzt geht's los. Hallo. Über 1000 gibt es schon wieder, ja? Also nicht nur im Nationalpark. Also das sind über 1000. Nein, das sind keine 1000. Schau mal, Elia, das sind Federn. Die ist von der Auerhenne. Und die auch? Mhm. Die kommt vom gleichen vielleicht. Der Auerhahn lebt im Wald und er frisst gerne Heidelbeeren. Warum magst du Heidelbeeren? Weil die so gut schmecken. Weil ich mich da gerne von ernähre. Was denkt ihr denn, vor was die kleinen Auerhundküken Angst haben? Fuchs? Vom Fuchs, genau. Der frisst die nämlich gerne. Und der Marder frisst sie auch. Habicht? Wie viele Auerhühner gibt es im Schwarzwald? Im Schwarzwald gibt es ungefähr 300 Auerhähne und ungefähr genauso viele Auerhennen. Also 600 Auerhähne. Richtig gerechnet. Schau, da ist es sicher. Ein Dachsloch. Ein Dachs oder ein Fuchs? Wie kommst du drauf, dass es ein Dachs sein könnte? Ich hat kurze Beine. Von dieser Rutschbahn. An der Rutschbahn, genau richtig. Sergio, was ist das? Oh, zeig. Wo hast du es gefunden? Da drüben. Da drüben auch. Das ist ein Rehkopf. Und wer hat das gegessen? Wer hat es wohl gegessen, wenn es hier in der Nähe vom Fuchs- und Dachsbau liegt? Also mehr ist der Fuchs. Wahrscheinlich der Fuchs oder der Dachs. Kann man den Fuchs beobachten? Füchse sind natürlich, in erster Linie sind sie scheu. Deswegen musst du dich entweder anschleichen, oder du setzt dich irgendwo ganz still hin. Alina hat einen Riesenspaß als Pflegemutter des kleinen Rehs. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Klapp!